Herzlich willkommen zum Videotutorial zu GeoGebra zum Thema Animation Teil 1. Im ersten Teil möchte ich Ihnen gerade mal ein paar der Grundlagen erklären, damit Sie wissen, wie in etwa es funktioniert. Zunächst mal erstellen wir uns einen Schieberegler, übernehmen die vorhandenen Voreinstellungen und klicken mit der rechten Maustaste auf den Schieberegler drauf. Im Kontextmenü sieht man hier einen Befehl Animation ein. Wir wählen ihn und schauen mal, was passiert. Wie man sieht, hat der Schieberegler angefangen, seine Werte selbstständig zu verändern. Diese Bewegung, die ich hier habe, ist die Grundlage für alle Animationen innerhalb von GeoGebra. Man nutzt die automatische Veränderung der Werte dieser Zahl des Schiebereglers, um mit ihnen die Position eines beliebigen Objektes, das man eben animieren will, festzulegen. Durch die selbstständige Veränderung bewegt sich dann dieser Punkt oder bewegen sich dann diese Objekte selbstständig mit. Schauen wir uns mal an, was wir bei diesem Schieberegler alles verändern können. Wir gehen in den Eigenschaften-Dialog und sehen hier für die Zahl A, meinen Schieberegler, einen speziellen Bereich, wo man unter anderem die Intervallgröße einstellen kann, auch die Schrittweite für diesen Schieberegler, die Position und die Breite und hier wichtig für uns zur Animation einmal die Geschwindigkeit und wie die Wiederholung dieser Animation stattfindet. Gucken wir mal kurz nach der Geschwindigkeit. Ich denke, man erwartet das schon, bei höherer Geschwindigkeit bewegt sich der Schieberegler natürlich schneller. Übrigens ist es so eingestellt, dass bei einer Geschwindigkeit von 1 ein kompletter Durchlauf, also von Minimum zu Maximum, unabhängig von der Schrittweite und von der Breite des Schiebereglers, immer etwa 10 Sekunden dauert. Das heißt, Sie können mit der Geschwindigkeit in etwa dann abschätzen, wie lange es dauert, wenn Sie sie entsprechend anpassen. Hier das Wiederholen, da kann ich zum Beispiel einstellen, dass ich immer nur eine Zunahme bei Werten habe, dementsprechend springt der Schieberegler dann wieder zum Anfang des Intervalls zurück. Lassen Sie uns mal eine kleine Animation hier mit Hilfe dieses Schiebereglers durchführen. Übrigens, man kann zwar alle Änderungen vornehmen, wenn der Schieberegler in Bewegung ist. Wenn Sie ihn anhalten wollen, müssen Sie das nicht unbedingt über das Kontextmenü machen, sondern können auch hier diesen Knopf verwenden. Der wird immer dann sichtbar, wenn ich eine Animation angeschaltet habe. So, erstellen wir mal einfach einen Punkt P, der als x-Koordinate den Wert von a hat und als y-Koordinate den Wert 1, damit wir ihn besser sehen. Wenn ich jetzt die Animation wieder starte, bewegt sich der Punkt P und er hat eben gerade die Koordinaten, man beachte hier a und p, wie vorgegeben. Jetzt kommt es im Grunde genommen nur darauf an, dass man weiß, wie sich ein Punkt bewegen soll. Nehmen wir mal ein etwas anderes Beispiel. Zum Beispiel, ich möchte die Bewegung eines Punktes auf einem Kreis. Wir löschen mal unseren Schieberegler A. Dafür für die Bewegung auf einen Kreis ein Schieberegler mit einem Winkel sinnvoller ist. Die Werte sind okay. Wie kann ich jetzt zum Beispiel einen Punkt auf einen Schieberegler bewegen? Eine Möglichkeit ist natürlich am einfachsten. Ich benutze Sinus und Cosinus und erstelle deshalb einen Punkt P als x-Koordinate muss ich nehmen Cosinus von Alpha und als y-Koordinate Sinus von Alpha. Ich probiere, bevor ich die Animation starte, mal aus, ob es funktioniert wie gewünscht. Und man sieht, das klappt ja ganz gut. Ich vergrößere mal
und lass die Animation starten. Machen das Ganze etwas schneller. Und schon habe ich hier eine kreisförmige Bewegung. Der Schieberegler muss dazu übrigens nicht sichtbar sein. Ich kann ihn also auch ausschalten und die Bewegung findet trotzdem statt. Das Ruckeln sollte normalerweise nicht sein. Ich denke, das hat was mit der Aufnahme zu tun. Ja, das ist so der erste Einblick in die Animation. Im Prinzip können Sie sich jetzt überlegen, was Sie mal ausprobieren wollen. Probieren Sie es einfach aus. Wichtig ist einfach nur eben, man muss eine Formel haben, mit der man die Bewegung beschreiben kann. Das war's also für Teil 1. Viel Spaß beim Ausprobieren.